Guten Tag, Frau Stoworg. Hallo, Herr Wittmann. Sie haben Biologie mit dem Schwerpunkt Evolutionsökologie und studiert und sind promoviert worden im Bereich Epidemiologie. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt sind Ihr besonderes Steckenpferd. Seit der Aufschreiaktion 2013 beteiligen sich immer mehr an Geschlechter- und Gesellschaftsdebatten. Eben ist Ihr Buch Female Choice, wenn man da drauf guckt, da ist Male noch ganz hervorgehoben. Aber ich glaube, das wird sich in dem Lauf der Lektüre ändern. Mit dem Untertitel Vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation bei Klett Cotta erschienen. Entschuldigung, bei Tropen. Ist bei Tropen erschienen. Richtig. Um die Vorherrschaft der Männer aufzubrechen, ist der Ansatz viel radikaler. Sie möchten die männliche Vorherrschaft beendet wissen. Das Wort Gleichberechtigung kommt in Ihrem Buch eigentlich gar nicht vor. Da habe ich das überlesen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe es tatsächlich nicht verwendet, weil für mich das so selbstverständlich ist, dass Männer und Frauen und natürlich auch alle anderen Geschlechter Kraft haben, die gleiche Bedeutung haben. Und das Wort Gleichberechtigung, das zerfasert oft in so kleine gesetzliche Details über Bezahlung, über Kinderbetreuung. Und trotzdem ist ja nicht wirklich Gleichberechtigung erreicht, wenn alle Strukturen nach wie vor männlich sind. Es ist übrigens eine gute Gelegenheit, dass wir den Weltfrauentag heute feiern, indem wir dieses Interview machen. Ja. Sie haben einen historischen Ansatz gewählt, der bisher in der Feminismusdebatte kaum so recht im Vordergrund stand. Es geht um die Zeit vor 10.000 Jahren, als die Sesshaftigkeit begann. Im Übrigen würden diese Kapitel in Ihrem Buch einem Geschichtsbuch alle Ehre machen, weil Schüler auch mal einen Epochenüberblick lesen sollen oder kennenlernen sollen. Und das würden sie in Ihrem Buch sehr gut lernen. Ist diese Sesshaftigkeit denn die Quelle allen Übels für das weibliche Geschlecht? Die Sesshaftigkeit ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Entscheidungspunkt. Quelle allen Übels, das will mir nicht so ohne weiteres über die Lippen, weil natürlich auch mit der Sesshaftigkeit ein unvergleichlicher Fortschritt begann. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Fortschritt in starkem Maße auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wurde und auf der Unterdrückung der Frauen möglich wurde. Insofern, natürlich haben wir Frauen von diesem Fortschritt profitiert, wie alle anderen Menschen auch. Aber wir haben auch einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Nun, ein Zurückdrehen der Geschichte stellen Sie sich nicht vor. Aber in gewisser Form soll die Frau doch wieder in ihre ursprünglichen Rechte eingesetzt werden. Sie soll sich die passenden Männer für ihren Nachwuchs aussuchen können. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja. Ich möchte auf jeden Fall, dass die weibliche Sexualität wieder ganz frei wird. Das bedeutet auch, dass wir einen Großteil der patriarchalen Sexualmoral aufknacken. Ich will nicht sagen, ganz rückgängig machen. Die hat ja auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Aber diese Sexualmoral, auch die ging häufig eher zulasten der Frau als zulasten der Männer. Und diese Sexualmoral hat Frauen in eine Rolle gedrängt, in der sie wirklich auch ihre Sexualität aufsparen für den einen Richtigen, der dann irgendwann kommt und sie erwählt und erweckt und an den sie sich dann auch nach Möglichkeit für viele Jahre oder sogar lebenslang sexuell treu binden. Und das entspricht überhaupt nicht der weiblichen Natur und das hätte ich gerne aufgeknackt, ja. Wären Sie damit auch gegen die Ehe? Wenn wir die Ehe verstehen als einen rechtlichen Rahmen, der
der staatlichen Obrigkeit Eingriff in intimste Entscheidungen ermöglicht? Ja. Die Ehe, die ist in erster Linie ein Kontrollinstrument für Machthaber, eben in diese intimen Entscheidungen einzugreifen durch Bevölkerungspolitik oder was auch immer. Und ich finde, der Staat hat in der persönlichen Entscheidung, wer mit wem, wann, wie oft Sex hat und Kinder zeugt oder nicht Kinder zeugt, überhaupt nichts zu suchen. Sie erinnern an die mit der Female Choice verbundene sexuelle Selektion. Die sexuelle Selektion durch die wählerischen Weibchen ist gleichzeitig das Werkzeug und der Ursprung evolutionärer Anpassungen. Es ist die Stellschraube, an der sich die Erfolge von Individuen und Arten entscheidet, schreiben Sie. Solche Sätze könnten auch missverstanden werden. Wie ordnen Sie diese in Ihre Argumentation ein? Natürlich können die missverstanden werden. Ich habe an der entsprechenden Stelle ja auch einen Satz hinzugefügt, dass es mir nicht darum geht, eine Gesellschaft aus genetischen Supermenschen zu schaffen. Aber natürlich dürfen wir einfach nicht vergessen, dass der Erfolg der Spezies Mensch, Homo sapiens sapiens, dass der eben auch auf diesen evolutionären Anpassungsprozessen beruht. Und wenn wir die beenden, dann beschränken wir unser eigenes Anpassungspotenzial. Und dass wir längst nicht so weit sind, die Natur in allem und jedem kontrollieren zu können, das zeigt sich ja jetzt zum Beispiel bei der Pandemie oder auch bei Naturkatastrophen oder was auch immer. Der Mensch kann natürliche Prozesse sehr stark lenken, kontrollieren, kann sich darüber erheben, vermittelt seines technischen Fortschrittes, aber er kann es nicht unendlich. Und es gibt immer wieder Situationen, in denen wir als Menschen feststellen müssen, wie klein und unbedeutend und hilflos wir vor der Natur sind. Und ich kann nur sagen, als Biologin, Evolution ist meine Religion. Und natürlich halte ich evolutionäre Anpassungsprozesse für richtig. Aber das heißt natürlich nicht, dass diese evolutionären Anpassungsprozesse alle moralischen Errungenschaften jetzt aufheben. Wie bereits angemerkt, wollen Sie das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Aber Sie wünschen, dass wir über, Zitat, eine neue Zivilisation nachdenken. Nochmal Zitat, in der männliche und weibliche Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt sind. Wie stellen Sie sich das vor, wenn künftig nicht mehr so viele Männer ausgewählt werden? Das wird in der Tat ganz schön schwierig. Also erstmal geht es mir überhaupt nicht um eine Machtposition der Frau, sondern mir schwebt eine Gesellschaft vor, in der es überhaupt keine Machtmonopole einer bestimmten Gruppe gibt. Egal, ob das jetzt weiße Menschen über schwarze Menschen sind oder Frauen über Männer oder was auch immer. Machtmonopole halte ich für was ganz Schlechtes. Dabei kommt immer Unterdrückung heraus. Aber es stimmt natürlich schon, eine befreite Sexualität führt auf jeden Fall dazu, dass weniger Männer eine Partnerin finden. Und das halte ich für gesetzt. Schon jetzt sieht man das, dass die Zahlen der unverpartnerten Männer, dass die ansteigt. Und diese Männer müssen wir als Gesellschaft auffangen, ihnen Hilfsangebote machen, wie sie trotz ihrer unfreiwilligen sexuellen Enthaltsamkeit geachtet werden, Respekt bekommen und letztlich natürlich auch ihre Bedürfnisse befriedigt sehen. Ihre Kritik an Männern und der männlichen Welt, wie die Überschrift Ihres Kapitels lautet, indem Sie eine Geschichte der Männergesellschaft vortragen, die Sie auch als eine einseitige Färbung bezeichnen, die es zu überwinden gelte, zielt auf die Neuverteilung der Macht, die heute oder im Verlauf der Geschichte im Wesentlichen nur einige wenige Männer begünstigte. Bedeutet das für Sie, dass bis heute jeglicher Ansatz der Gleichberechtigung von Frau und Mann gescheitert ist?
Gescheitert würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also gerade vor dem Hintergrund, dass die gesamte Zivilisation etwas Männliches widerspiegelt, finde ich es ganz und gar erstaunlich, was Frauen oder eben auch Minderheitengruppen da heute schon für sich rausgeholt haben. Und das verdient aus meiner Sicht absolut Respekt. Aber ich sehe eben, dass viele dieser Ansätze, die arbeiten von den Symptomen her. Also die kommen nicht so richtig an den Kern dieser Zivilisation. Und deshalb versuche ich eben mit meinem Buch so ein bisschen den Weg frei zu machen, auch für Ursachenforschung und auch Ursachenbekämpfung, sodass dann quasi sowohl von den Symptomen her gearbeitet wird, als auch von der Ursache her, um dieses System aufzubrechen. Mhm. Sie sind ja ziemlich radikal, weil in der Geschichte ja auch Frauen ja auch eine Rolle gespielt haben in der Geschichte, in der Literatur und in der Kunst. Und bei Ihnen setzen die eigentlich erst am Ende des 19. Jahrhunderts ein, aber es gab ja auch in der Renaissance Frauen, die wichtig waren, oder auch in der auch Autorinnen. Ja, gab es ohne Frage, und ich habe sie ja auch nicht ohne Grund in dem Buch erwähnt, aber wenn Sie sich die mengenmäßige Verteilung anguckt, dann sind die Frauen so selten, und es erscheint immer wieder wie so ein glücklicher Zufall, dass jetzt eine Frau durch ihr Talent zum Schreiben, zum Musizieren, zum Dichten, was auch immer, da herausgestochen ist. Weil einfach die Masse der Frauen in dem Moment, wo sie Kinder bekommen, ja wirklich auch so in dieser namenlosen Häuslichkeit der Kinderversorgung verschwunden sind. Sie legen auch Erklärungen vor, wie es zum Aufschwung der Männerzivilisation kommen konnte. Das lag im Grunde genommen an den für beide Geschlechter so unterschiedlichen Fortpflanzungskosten, wie Sie es nennen, woraus sich so sehr stark abweichende Reproduktionsstrategien entwickelt haben. Wie wollen Sie diese biologischen Grundlagen oder Unterschiede in den Griff bekommen? Gute Frage, wäre dann wahrscheinlich ein Thema für mein nächstes Buch, wenn ich darauf die Antworten gefunden habe. Ich glaube, in den Griff bekommen im Sinne von auflösen, lassen die sich nicht. Also entweder man sagt, wir lassen die Sexualität weitgehend natürlich frei, dann müssen wir uns einfach mit Begleiterscheinungen rumschlagen, für die es keinen Mechanismus gibt, um sie zu verhindern. Was man aber machen kann, ist eben speziell den Männern, die dann keine Partnerin mehr finden, eben Ausgleichsangebote zu machen über Sexpuppen, Sexroboter, von mir aus auch Sex, also Sexualassistenz, Betreuungsangebot, das klingt so seltsam, aber diesen Männern, Sexualassistentinnen, durchaus auch subventioniert von Krankenkassen zur Verfügung zu stellen. Und denn das Problem der männlichen Sexualität ist eben auch, dass wenn die unfreiwillig unausgelebt bleibt, führt sie sehr leicht zu Aggressionen und bis hin zur Gewaltbereitschaft. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass man potenziell gewaltbereite Männer nicht einfach so unbehandelt in eine Gesellschaft integrieren kann. Dazu gehört für mich auch eine Veränderung der gesellschaftlichen Narrative. Diese hypermaskuline Zivilisation hat ja auch dazu geführt, dass männliche Anerkennung sehr stark auch vom eigenen Erfolg bei Frauen abhängt. Also wenn Sie denken, irgendwie ein Mann, der viele Partnerinnen hat oder der auf Fotos immer von schönen Frauen umringt ist, der ist immer irgendwie, oh, das ist ein toller Hecht, das ist ein Macher. Und dagegen der Junge oder der Mann ohne Frau, das sieht immer irgendwie so ein bisschen armselig aus. Und da muss man sich doch fragen, warum soll das armselig sein? Dieser Mann ohne Partnerin ist sozusagen das
ein vollkommen natürliches Phänomen. Er ist in der Natur auch in der Mehrheit. Der eine Mann mit den wenigen Frauen ist in der Minderheit. Und dass für ein Mehrheitsmerkmal so wenig Respekt und Akzeptanz da ist in der Bevölkerung, das finde ich, muss man ändern, damit diese Männer auch die Chance haben, gewertschätzt zu werden für andere Qualitäten. Ich habe dauernd überlegt, ob ich jetzt auf einige Aussagen, die Sie eben gemacht haben, nochmal nachfragen soll. Ich mache es lieber Können in diesem Sie gerne Augenblick tun. Jetzt nicht, sondern ich kann eigentlich nur feststellen, da kommen noch ziemlich harte Zeiten auf die Männer zu, nicht? Ja, das ist richtig. Die Pille ist der Hebel, die vollständige Destruktion des männlichen Systems, steht auf Seite 217. Wie die Überwindung des Abtreibungsverbots als Domäne der androzentrischen Zivilisation ein weiterer Schritt ist. Was muss denn noch als nächstes kommen? Sie meinen jetzt, um diese Schritte der Unterdrückung wieder rückgängig zu machen? Ja. Ich glaube, neben diesen gesetzlichen Stellschrauben ist es ganz wichtig, dass jede, also da spreche ich ausdrücklich von Frauen, dass jede Frau ihren eigenen Umgang mit ihrem Körper und mit ihrer Sexualität genau hinterfragt, dass sie genau auf sich hört, dass sie vielleicht auch mal eine Pillenpause einlegt, um ihren Körper in einem hormonell naturbelassenen Zustand kennenzulernen. Viele Frauen wissen gar nicht, wie stark ihre Libido ist oder ob sie wie viel Spaß sie beim Sex haben können, weil sie im Grunde genommen mit Anfang der Pubertät angefangen haben, die Pille zu nehmen und dann immer nur Pillenpausen eingelegt haben, wenn sie Kinder wollten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt, sich selbst mal zu erlauben, ganz Frau zu sein und auf seinen Körper zu hören und ein Vertrauen darauf zu entwickeln, dass der Körper einem schon zeigt, wann zum Beispiel Zeit für Sex ist. Wird das Gendersternchen da auch eine Rolle spielen, wie der Spiegel diese Woche das verkündet und zeigt? Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich es direkt am Gender-Sternchen festmachen würde, aber ich glaube, diese Idee vom binären Geschlecht, die ist Vergangenheit. Die ist schon jetzt, wo wir hier sprechen, Vergangenheit. Und es regt sich nur noch so ein bisschen Widerstand in der Gesellschaft. Aber dieses Konzept, das lässt sich so nicht halten. Das lässt sich weder halten, wenn man die kulturellen Prägungen einbezieht, noch wenn man sich rein physische Faktoren anschaut. Geschlecht ist viel vielseitiger als nur eindeutig Mann, eindeutig Frau. Ja, aber hat ja was mit dem grammatischen Geschlecht, dem biologischen Geschlecht zu tun. Man kann ja nicht einfach die Sprache von außen umbauen. Ja, da sind wir natürlich dann auch schnell wieder bei dem Streit Kultur versus Evolution. Inwieweit kann Sprache das Sein beeinflussen? Es ist natürlich so, dass auch die Sprache männlich gewachsen ist. Das generische Maskulinum, das kommt ja nicht von irgendwoher, sondern weil Männer in der öffentlichen Sphäre immer nur zu anderen Männern gesprochen haben. Und da finde ich es gut, als ersten Schritt die Frauen einzubeziehen und dann als zweiten Schritt auch einfach zu sagen, dieses ganze Thema Geschlecht, das ist immer noch zu einseitig und dass sich das dann am Ende auch in der Sprache und Schrift niederschlägt, das halte ich für selbstverständlich. Wir haben schon über die Neuordnung zwischen der Verhältnisse zwischen Mann und Frau gesprochen, aber Sie denken auch an eine ganz neue Form der unverkrampften Sexualerziehung, auch in der Familie, nicht? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja sowieso so, dass bei gesellschaftlichen Veränderungen die wichtigsten Stellschrauben immer die Kinder sind. Kinder bedeuten Zukunft. Kinder verinnerlichen das, was sie von klein auf mitnehmen, so stark, dass es im Erwachsenenalter selbstverständlich wird, das auch so zu leben. Und insofern glaube ich, dass wir die Sexualerziehung von Kindern sowohl in der Schule als auch im Elternhaus völlig
neu denken müssen. Wir müssen Kindern ganz andere Narrative mit auf den Weg geben. Also den Mädchen nicht mehr sagen, zieh nicht so einen kurzen Rock an, Vorsicht, Vorsicht, sonst wirst du vergewaltigt. Und den Jungen nicht mehr sagen, sei immer nett und schenk den Mädchen Blumen und dann kommst du auch irgendwann zum Zuge, sondern wirklich da auch mit beinahe diametral entgegengesetzten Narrativen zu arbeiten, den Mädchen beizubringen, dass sie breitbeinig sitzen dürfen, dass sie sich zwischen den Beinen anfassen dürfen, dass sie machen können, was sie wollen, dass sie niemals Angst zeigen müssen und den Jux umgekehrt beizubringen, dass sie, egal was sie tun, es kann sein, dass sie trotzdem nicht erwählt werden. Also Jungen behutsam darauf vorbereiten, auf die Realitäten der Partnerwahl vorbereiten, indem man ihnen sagt, es liegt einfach nicht in deiner Hand. Versuch dein Bestes, ich wünsche dir alles Glück der Welt, aber es liegt nicht in deiner Hand. Sie öffnen auch die Perspektive am Ende Ihres Buches und es ist Ihnen bewusst, dass Besitz und Geld in Ihrer Förderung der Männergesellschaft am schwierigsten zu reformieren ist. Das ginge wohl nur über die politische Regulierung des Marktes, wo man auch die Verteilung, wo auch die Verteilung zwischen Arm und Reich betroffen ist, sowie, sagen Sie ausdrücklich, eine gute Erziehung, die ein Eskalieren natürlicher Triebe, so schreiben Sie, verhindern soll. Mhm. Ja, also ich glaube, um Besitz oder überhaupt um Geld, um Wirtschaftliches, kommt man einfach bei dieser ganzen Debatte nicht herum. Denn Sie haben das ja am Anfang auch schon mal erwähnt. In dieser Zivilisation gibt es nicht nur Frauen als Verlierer, die trifft es zwar in erster Linie am schwersten, sondern auch ganz, ganz viele Männer sind Verlierer. Diese extremen Hierarchien, die sich durch alle Zivilisationsstrukturen durchziehen, die kennen alle nur ganz wenige Gewinner und einen riesigen Berg von Verlierern. Und es ist in allen Strukturen so, dass sich diese kleine Gruppe von Gewinnern am oberen Ende bereichert auf Kosten der Verlierer unten. Das ist in der Wirtschaft so, das ist in der Kirche so, das ist in Staaten so. Also ich glaube, da müssen wir irgendwie an Besitz und Geld heran, ohne jetzt den Sozialismus sofort einführen zu wollen. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwie eine Neuverteilung von Besitz haben müssen, sodass der Gewinn oder die Gewinnsucht des Einzelnen nicht mehr der einzige Antrieb ist, durchs Leben zu kommen. Sie sprechen auch, ich zitiere, von der alternativlos scheinenden Grundbedingung der jetzigen Weltordnung, die es zu hinterfragen gibt. Wenn man damit anfängt, was wird dann als erstes passieren? Was sind dann die Folgen eines solchen Hinterfragens? Ich hoffe, erstmal ein gehöriger Schreck. Also ich hoffe, dass Menschen, wenn sie anfangen, dieses System zu hinterfragen, erstmal tatsächlich auch einen ganz gehörigen Schmerz empfinden. Ich habe einen solchen Schmerz, weiß Gott, empfunden beim Schreiben des Buches. Das war also wirklich auch ein ziemliches Stahlbad, mich da so durch die Geschichte durchzukämpfen und nach die ganzen Zusammenhänge zu sehen. Und insofern ist das sicherlich auch ein Buch, vielleicht braucht man auch ein bisschen Mut dafür, das zu lesen. Ich habe jetzt schon von einigen Leserinnen und Lesern Zuschriften bekommen, die gesagt haben, das war für sie wie ein Aha-Erlebnis. Das war so, die haben fast Erleichterung gespürt, weil sie gesagt haben, plötzlich ergibt alles, was ich bisher in meinem Leben und in meinem Umfeld so gesehen und erlebt habe, einen Sinn. Plötzlich habe ich eine Erklärung dafür. Und das ist natürlich im ersten Moment eine ganz schöne und fruchtbare Reaktion. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man da nicht stoppt, sondern wenn die Erkenntnis erstmal da ist, dann muss man eben auch anfangen, ganz individuell im persönlichen Leben zu gucken, was verändere ich denn da jetzt, um gemäß dieser Erkenntnis zu leben? Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Das begann eigentlich alles mit der Aufschrei-Debatte im Januar 2013. Da haben ja bei Twitter viele Menschen aus dem deutschsprachigen Raum, Frauen und Transfrauen, berichtet von ihren Erfahrungen mit alltäglicher sexueller Gewalt, Sexismus und so weiter. Und damals habe ich mich noch sehr kritisch damit auseinandergesetzt, weil ich in meinem Leben wirklich mich nie solchen Situationen ausgesetzt gefühlt habe. Ich habe mich auch nie als Opfer gefühlt, als Opfer von Männern so. Und je länger ich aber darüber nachgedacht habe, über diesen feministischen Ansatz, je länger ich auch über, ups, ja, jetzt bricht mir hier mein, mein Stativ zusammen. Je länger ich auch drüber nachgedacht habe, über diesen Zusammenhang mit sexueller Gewalt, desto mehr habe ich gemerkt, da steckt irgendwas dahinter. Oh, es tut mir leid, Herr Wittmann, jetzt breche ich hier schon zusammen. Da steckt irgendwas dahinter. Und natürlich habe ich dann ich habe 5 Jahre Biologie studiert und anschließend noch 3,5 Jahre promoviert. Also ich greife einfach auch wie selbstverständlich immer wieder auf meine biologische Bildung zurück. Und da habe ich gemerkt, ups, da fehlt eigentlich was in der Debatte. Und so fing ich eigentlich an, dem Ganzen ganz, ganz, ganz langsam nachzuspüren und merkte, ich muss immer weiter in der Vergangenheit zurück. Sie haben ja sicherlich auch gemerkt, dass in der ganzen Geschlechterdebatte, wie es man so nennen würde, dieser Ansatz kaum vorkommt. Ja, zu meinem Leidwesen, muss ich sagen. Verständlicherweise, aber zu meinem Leidwesen. Die Biologie ist natürlich in der Vergangenheit wahnsinnig oft missbraucht worden für die schlimmsten Verbrechen, für ideologische Kreuzzüge. Und also Stichwort Eugenik, wenn man daran denkt. Und ich finde ein gewisses Misstrauen gegenüber biologischen Ansätzen nachvollziehbar und durchaus richtig. Aber das Misstrauen darf nicht so weit gehen, dass man biologische Fakten leugnet. Dann kann man sich aus meiner Sicht nicht mehr wissenschaftszugewandt nennen. Und gerade jetzt in den Pandemiezeiten, da zieht sich ja durchaus auch noch wieder eine neue Kluft durch die Gesellschaft, nämlich Wissenschaftsfeinde und Wissenschaftsfreunde. Und Wissenschaftsfreund kann man sich oder Freundin kann man sich nur nennen, wenn man eben auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse nicht ausblendet, nur weil sie schwierig zu verdauen sind. Wissen Sie, wie Sie auf die Idee kamen, mit der Sesshaftigkeit anzufangen? Ich bin tatsächlich Schritt für Schritt zurückgegangen. Ich habe erst geguckt, also ich bin richtig, habe geguckt, okay, was war in den 1960er Jahren? Ah, nee, was war mit den Suffragetten um 1900 herum? Nee, denn Französische Revolution. Ich musste immer weiter zurückgehen. Dann habe ich natürlich als ersten Großverdächtigen den Monotheismus, also das Christentum, für mich erkannt, habe gedacht, okay, also ich muss mindestens zurück ins Jahr Null. Und dann habe ich aber bei diesem ganzen Quellenstudium auch gelesen, dass im Jahr Null das Patriarchat schon längst installiert war. Also musste ich noch weiter zurück. Also das war so richtig eine Spurensuche mit einer Lupe entlang einer Zeitskala zurück in der Zeit. Und ich habe dann erstmal einen großen Sprung in die nicht sesshafte Zeit gemacht und habe gesehen, Nomadentum, das ist sozusagen die akzeptierte Lebensweise. Heute geht man eben davon aus, dass die Menschen nomadisch lebten, weil sie eben auch keine andere Möglichkeit hatten. Ja, und dann war für mich relativ schnell klar, okay, wenn wir irgendwann mal als egalitäre Nomaden gelebt haben und im Jahr Null aber schon Patriarchat war, dann muss es dazwischen irgendwas geben. Und das einzige absolute Großereignis, was dazwischen liegt, ist die Sesshaftwerdung. Es ist nicht ganz so trivial, wenn ich Sie frage, an wen haben Sie gedacht, als Sie das Buch geschrieben haben?
Meinen Sie jetzt eine Person? Ja, oder an wer soll Ihre Leser sein? Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Ich würde mich freuen, wenn dieses Buch gelesen wird von Menschen, die interessiert sind an großen Zusammenhängen, die wissen möchten, wie die Dinge in der Welt zusammenhängen und die ein echtes Interesse daran haben, aus diesen Zusammenhängen eben auch tragfähige Zukunftskonzepte abzuleiten. Mhm. Mutige Menschen. Herzlichen Dank, Frau Stoworok. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Antworten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für das Buch. Ja, herzlichen Dank. Ihr Band Female Choice ist gerade bei Tropen erschienen. Richtig, und ich freue mich sehr.